Anfang November in Hannover. Wir können mal wieder eine schöne Homestory drehen, dank unseres Sponsors Animonda. Wir sind heute in einem, nicht nur in einem der schönsten, sondern auch in einem der ältesten Biergärten in Hannover, im Dornröschen. Und nicht, das ist natürlich nicht durch Zufall, weil neben mir sitzt Christiane, das ist die Betreiberin von Dornröschen. Und die haben den Cem, ein Kangal-Mix, Ende Mai diesen Jahres zu sich geholt. Der Cem war, als er bei uns im Tierheim war, man sieht das auch anhand der Bilder, wir haben ihn ja im Januar diesen Jahres gefilmt, bei uns, bei Tierheim TV, bei der Hundevermittlung, mit Schleppleine, sehr, sehr schüchtern, sehr misstrauisch allen gegenüber. Dann wurde über Monate mit der Tierpflegerin oder den Tierpflegern intensiv mitgearbeitet. Umwelteinflüsse, Leinenführigkeit, Verträglichkeit. Und Ende Mai seid ihr dann dazu gekommen. Ja. Christiane, wie seid ihr auf den Schirm gekommen? Ja, wir haben ihn bei Tierheim TV gesehen. Und das war gerade eine Woche, nachdem unsere alte Hündin gestorben war, eigentlich ganz traurig. Und ich war noch gar nicht so ganz bereit für einen neuen Hund. Und Florian hat da aber halt mal auf der Homepage geguckt. Und dann haben wir das Video von ihm gesehen. Und ich meine, ich finde es schwierig, sich nicht in ihn zu verlieben, weil er wirklich ein Schatz ist. Ihr hattet ja vorher einen Collie-Mix, Genau. die auch, Bin glaube ich, schon 17 Jahre oder noch älter. über 17 geworden ist, ja, biblisch. Also wirklich, die war sehr alt. Und dann war euch egal, was für eine Rasse, das war euch egal, oder? Ja, also Rassen machen mir nichts. Da bin ich nicht Ich meine, festgelegt. vom Collie-Mix zum Kangal-Mix ist ja schon ein kleiner Unterschied, auch charakterlich ein Unterschied. Florian, dein Mann, hatte dann den Cem gesehen und gesagt, hier, guck mal, Christiane, das könnte für uns der richtige Hund sein. Ja, er hat noch gar nicht gesagt, guck mal, Christiane, sondern ich habe schon so geguckt und gedacht, oh, der, das ist aber ein Schätzchen. Ja, also ich habe gesagt, es ist mir egal, welche Rasse, was nicht ganz stimmt. Ich wollte schon einen Hund, der hier ein bisschen aufpassen kann auch, weil es halt nachts dann hier einsam ist und ich ein bisschen Angst habe alleine. Und ich wollte schon einen Hund, der auch wachsam ist. Er muss natürlich sehr freundlich sein zu den Biergartengästen und den Biergartenhunden, die hier auch herkommen. Aber er muss halt auch wachsam sein. Und das war ein totaler Match. Das passte perfekt. Dann habt ihr bei uns im Tierheim, habt ihr euch mit uns im Tierheim in Verbindung gesetzt. Ich weiß, wir haben uns ja auch ein paar Mal gesehen. Ihr wart dann, glaube ich, eine Woche jeden Tag fast da, Ja, ne? ja. Also ja, jeden Tag, weil das es war dann Liebe und dann musste ich ihn jeden Tag auch sehen, ja. Dann, nachdem ihr dann zigmal mit ihm draußen wart, war es klar, jetzt kommt er zu uns nach Hause. Ja. Er war ja anfangs bei uns noch gerade so Fremden gegenüber auch manchmal sehr misstrauisch, sehr. Wie war das bei euch, als er zu euch kam? Also er war am Anfang war er schon sehr, sehr vorsichtig und er hat wahnsinnige Angst gehabt vor Mülltüten und Kartons. Und da hat man natürlich in einem Biergarten reichlich von. Deswegen war das am Anfang hier schon immer ein Spießrutenlauf. Aber das wurde wirklich sehr schnell sehr viel besser. Und er ist immer entspannter und freundlicher geworden. Man sieht es halt an der Schwanzhaltung. Inzwischen trägt er den typischen Kangal-Schwanz aufgerollt. Dann geht es ihm richtig gut. Dann sage ich immer, das ist Schwanzhaltung 1 plus. Und wenn er ängstlich wird, dann Jetzt klappt beim hin. Drehen, wir sind ja haben einen kleinen Spaziergang gemacht, sah man ihn, da war ja alles in Ordnung. Alles in Absolut Ordnung, ohne ja. jegliche Probleme. Ja. Er ist ja jetzt Menschen gegenüber, Hunden gegenüber, allen gegenüber total aufgeschlossen, ne? Also Kinder, bei Kindern Begegnungen. hat er ein bisschen Angst immer noch. Die sind manchmal sehr laut und bewegen sich unkontrolliert, sage ich mal. Da hält er immer Abstand, vorsichtig. Aber ansonsten ist er komplett unkompliziert, zu Er ist ja allen freundlich. Sehr jung. Er kam, war ja 9 Monate alt, als er bei uns ins Tierheim kam. Wir sind dann, gut, ein halbes Jahr später, 1,5 Jahre ist er inzwischen alt. Gab es irgendwelche Probleme denn? Also so von den Charaktereigenschaften oder von irgendwelchen Eigenarten? Nee, gar Gar nicht. nichts. Nee, nee. Habt ihr mit ihm noch ein bisschen weitergearbeitet auch? Natürlich, also viel. Wir haben uns war halt wichtig, dass er freilaufen kann, ne? Dass wir mit ihm hier, also wir wohnen ja hier direkt an einer Hundefreilauf-Gassi-Geh-Runde. Und direkt an der Ibe, das Und muss man ja auch noch sagen. hier ist es schon wieder die Leine. Hier sind die beide zusammengeflossen. Da vorne fließen Ibe und Leine zusammen und ab hier nennt es Also sich dann 300 Meter weiter. genau. Schweinland. Ja.
Genau, und hier geht halt so eine Hundeauslauffläche lang. Und das war uns halt wichtig, dass er selbstbewusst genug ist, dass er nicht abhaut, dass wir hier mit ihm freilaufen können. Und das geht hervorragend. Sehr gut. Hat er vom Kangal Charaktereigenschaften übernommen? Also nicht viele. Also er ist schon ein bisschen stur, aber ich glaube nicht Kangal stur. Lässt sich nicht immer so mit Futter bestechen, sondern das ist ihm schon wichtiger, so dieses Vertrauen. Aber nein, also er ist nicht so, so brutal territorial, was auch gut ist hier im Biergarten. Ne? Er muss ja auch freundlich sein zu Gästen und das klappt gut. Und er versteht es auch tatsächlich, dass wenn wir geöffnet haben, dass er freundlich zu allen ist und alle willkommen heißt. Und wenn wir nicht geöffnet haben, also wenn hier zum Beispiel unser Zigarettenautomat beliefert wird, dass er den Mann dann anknurrt oder dann bellend am Tor steht oder so. Das kann er schon unterscheiden, das finde ich hervorragend. Also er beschützt sich dann auch tatsächlich, wenn es drauf ankommt. Ja, wenn es drauf ankommt. Er hatte ja bei uns, wurde er festgestellt, dass er mit dem Herz ein bisschen Probleme hat. Wie ging denn das weiter? Ja, das war Drama. Ich habe erst gedacht, ich hatte den Anruf von euch vom Tierheim bekommen, dass Herzgeräusche festgestellt worden sind. Und dann ist er für mich erstmal eine Welt untergegangen. Wobei aber klar war, dass ich ihn trotzdem zu mir holen möchte. Also dann ist es halt mein Hund mit Herzfehler. Ne? Ja. Aber das hat sich also zum Glück jetzt alles gelöst. Wir haben erst auf Herzwürmer untersuchen lassen, das war negativ. Und dann hat er einen Herzultraschall bekommen. Und er hat also eine minimale Franse an einer Herzklappe. Aber die Tierärztin hat gesagt, da kann er uralt mit werden. Und das haben ganz viele Hunde und das ist nicht kritisch. Es macht nur Geräusche, dass wenn man ihn abhört, dass man dass das Herz hört. Aber also alles im positiven Sinne. Ja, wunderbar. Ich habe geweint, als ich das Ergebnis gekriegt habe. Gott sei Dank, ja. Hätte auch anders sein können. Ja. Absolut, aber die haben ja auch noch die Kosten voll übernommen. Von daher war das sicherlich eine gute Sache. Welchen Stellenwert hat der Cem für euch, Florian und dich? Riesig. Riesig. Es ist, wir haben keine Kinder, wir haben halt das Dornröschen, ist so ein bisschen unser Lebensprojekt und natürlich immer unser Hund. Also wir waren jetzt gerade im Urlaub mit Cem. In Österreich zum Wandern mit dem Wohnmobil und ich habe hinterher gesagt, also wir haben von uns, glaube ich, keine Bilder und Fotos gemacht. Es ist immer nur Cem. Cem hier, Cem beim Schlafen, Cem beim Essen, Cem beim Autofahren. Man sieht es gerade anhand der Bilder. Da wäre ich natürlich jetzt auch drauf zugekommen. Wir hatten ja einige Male telefoniert. Da wart ihr gerade in Österreich mit dem Wohnmobil. Genau. Das war ja euer erster Urlaub mit Hund. Wie hat das funktioniert? Das war toll. Also er ist zwar ängstlich, was Autofahren angeht, aber im Wohnmobil geht es ganz gut, weil er ja etwas höher sitzt und rausgucken kann. Er sitzt mit mir vorne auf der Beifahrerbank. Cem, komm mal her, du bist hier der Star. Ja, da musst du auch ins Bild. Du musst auch ins Bild. Ich habe kein Leckerli. So aber ich. Mama hat ein Leckerli. Erzähl noch mal weiter. Mit der Autofahrt, das geht dann im Wohnmobil geht es tatsächlich recht gut. Da ist er dann einigermaßen entspannt und liegt vorne auf der Beifahrerbank und kann halt gut rausgucken. Und er fand es halt also in Österreich super, wenn wir gewandert sind, hat er die Strecken immer 3 oder 4 Mal abgewandert, weil er so begeistert war, dass er immer vorgepäst ist und wieder zurück und wieder vor und wieder zurück. Und er hat die ganzen Strecken halt doppelt und dreifach gemacht, weil er das sehr genossen hat. Gut, dass ihr im Urlaub so viele Bilder und Clips gemacht habt, die natürlich jetzt alle auch zu sehen sind. Ja. Hervorragend. Ihr hattet ja auch Pannen. Das war ja kein unkomplizierter Urlaub, ne? Ja, wir hatten eine kleine Panne mit einem festhängenden Bremssattel, der uns die Bremse ruiniert hat. Und das ist ein etwas älteres Wohnmobil. Das war nicht ganz einfach, die Teile zu bekommen. Deswegen war es schon auch ein bisschen Abenteuerurlaub. Auch für den Hund? Auch für den Hund. Der musste dann auch mal 2 Tage mit uns in ein Hotel ziehen. Cem, komm doch mal wieder her. Super. Aber auch das hat er alles prima gemacht. Hat er irgendwas gerochen, was spannend sein muss? Das hat also alles gut geklappt? Hat alles gut geklappt, ja. Auch mit der Panne? Auch mit der Panne. Ihr wart ja zwangsläufig, musstet ja, habe ich 2 Nächte, ne? Ja, genau. Im Hotel dann schlafen, ja, die das haben sich, nicht geplant war? Die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, damit wir schnell wieder an unser Auto kommen. Und sind wir dann wieder zurück auf den Campingplatz gegangen und haben dann den zweiten Teil des Urlaubs gemacht, war auch schön. Also wir hatten traumhaftes Wetter und das war wirklich sehr, sehr schön. Und so nach 5 Monaten, ihr habt ihn ja jetzt 5 Monate, Fazit für dich? Alles richtig gemacht, alles richtig entschieden. Ja. Aus dem Tierheim einen Hund zu nehmen,
Eure Collie-Hündin war ja nicht aus dem Tier, aus dem Tierschutz. Würdest du es wieder machen? Ja, jederzeit. Warst du mit der Betreuung und auch Beratung allen zufrieden? Perfekt. Wirklich perfekt, ja. Also die Hündin vor unserer letzten Hündin, die war auch aus dem Tierschutz. Tierpflegerin ist dabei. Ich sehe mit einem breiten Grinsen. Nein, es ist wirklich. Also das war wirklich eine super Betreuung. Und wir konnten ja auch jederzeit irgendwie anrufen oder Rückfragen stellen. War nicht wirklich nötig, aber es war mir wichtig, einen guten Kontakt zu halten. Ja. Ja, das ist hervorragend. Das ist tolle Bilder, tolle Informationen von dir. Danke. Eine glückliche Halterin und glücklicher, wie ich ja finde, bildhübscher Kangal-Mix, der Cem. Ja. Und sag mal, Cem, wie auf welche Variante, das, jeder spricht es ein bisschen anders aus, ne? Ja. Also ich habe mal gehört, dass es eigentlich türkisch eher weich ausgesprochen wird, Cem. Genau weiß ich das auch nicht, aber in unserem Fall ist es so, dass wenn alles gut ist, ist es ein weiches Cem. Und wenn ernst geboten ist, dann ist es schon mal Cem. Was natürlich selten vorkommt. Was ganz selten vorkommt, ne? Schatz, ja. Ein schönes Abschlussbild. Ich danke dir natürlich für diesen wunderschönen Dreh, der natürlich wirklich toll ist. Und das im November, man glaubt es kaum. Du hast auch ganz toll mitgespielt. Bedanke mich auch nochmal bei Animonda für den Dreh, der durch euch ja letztendlich ermöglicht wird. Das große Paket wird gleich ausgepackt und mal gucken, was für ihn dabei ist. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, war ein bisschen informativ und bis zur nächsten Home Story. Tschüss.